Velociraptoren sind die besten Freunde des Menschen. Ja, manchmal versucht meiner mir die Hand abzubeißen. Aber sonst ist er eigentlich ein netter. Sitz! Sitz! Velociraptoren sind die besten Freunde des Menschen. Was steht an? Was steht an? Was steht an? Ein Dino sabbert wieder. Das gibt schlimme Flecken, sag ich dir. Die krieg ich nie und nimmer raus. Da kann ich doch nicht rumlaufen. Ein Dino sabbert wieder. Finde ich irgendwo genial. Ich will euch helfen. Boah, wieso ist der Arzt so ide... fast tot? Ist der hätte wirklich ganz echt keinen Bock gehabt, dann den Erzoiden wiederzubeleben, extra eine Taverne zu bauen und ihn dann zu holen. Ich kann es sehen. Ich kann es sehen. Zu was denn? Ich spüre die Kraft. Ich kann es sehen. Alles ist vergänglich. Ich bin kein Vegetarier. Ich esse nur kein Fleisch. Keine Eier, kein Fisch. Pflanzen haben auch eine Seele. Nichts, was einen Schatten wirft. Genau. Ich bin kein Vegetarier. Ich esse nur kein Fleisch. Dann ist er eben vegan. So wie der gute Simon ungespielt. Was muss erlegt werden? Wird gemacht. Kein Weg zu weit. Ich will kämpfen. Wie der ungespielte Simon. Oh, ho, 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 ho. Was muss erlegt werden? Mein Bogen ist bereit, ja. Was muss erlegt werden? Ja. Bleibt achtsam. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Kein Weg zu weit. Vorhin war ja noch dieser sehr gute Daxter oder Daxter da, der hier ja anfangen will, so groß mit seiner Musik. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, schon mal so exklusive News, und er hat so von mir erwartet auf jeden Fall, dass ich ihm hier so ein Dingens so unterlade, hier so ein Beat, oder eher gesagt nicht runterlade, okay. Sondern einfach, dass ich hier so ein Beat, den hat er mir so gegeben. Ich mag das. Und zumindest gezeigt, was er für ein Beat will. Oder braucht. Und dann habe ich den genommen und ihm auf so und dann dir so auf CD gebrannt. Und so. Und das Geniale war ja, statt mir einfach normale CDs zu bringen, gibt er mir einfach mal, kommt er mit DVDs an, die an sich schon alle sowas von verkratzt waren. Was muss erlegt werden? Dass sie noch nicht mal das beste Laufwerk hätte lesen können. Es ist eine Ehre. Ja. In mir wächst Zuversicht. Der muss erledigt werden. Verkratzter hätten die gar nicht sein können. So verkratzt waren die. Und das ohne Witz, ja. Und jetzt zeige ich wieder ganz, mit ernstem Gesicht auf den Bildschirm, obwohl ihr das nicht sehen könnt. Warum mache ich das überhaupt? Was wollt ihr? Ja. Was wollt ihr? Manche würden jetzt sagen, weil ich hart gay bin. Manche würden auch einfach bloß sagen, wobei Arbeit? Manche, die ich sind, einfach nur mit der Begründung Justus Bumm. Ja. Justus Bumm. Ja. Da ist der faule Sack. Du fauler Sack, doch! Du wirst jetzt. Mein Bogen ist bereit. Verdonnert zum ewigen Bauen der Türme. Wow. Eine Person baut. Ich hab da eine Idee. Zu Diensten. Alter. Was soll ich aufschreiben? Geht halt dahin und steht nicht wie die letzten behinderten Leute da rum. Was wollt ihr? Wenn die einfach nicht... können die nicht einfach nach oben gehen. Was für ein Spaß! Die und greift an. Greift an! Greift an!
Das muss erlegt werden. Da wir brauchen sonst ja. Oh, da geht ja der Bautrupp schon hoch. Ein Weg zu weit. Was soll ich aufschließen? Glaube ich, lasse demnächst diesen Wald hier von den Waldtypen, von den Holzfäller-Typen abfällen. Und nein, die töten die Galimi muss immer noch. Okay. Dann, wieso ignoriert ihr die überhaupt? Mein Bogen ist bereit. Toll. Komischer Kauz. Das sagen die Leute auch immer zu mir. Wow, die stehen da oben und nicht reparieren, sondern bauen. Was muss erlegt werden? Zu Diensten. Da sind sie. Und ich war heute auch wieder, bei Mittwoch war ich heute mit so ein paar anderen aus meiner Klasse bei McDonald's, lol. Da hat der was muss erlegt werden? Die kompletten Zelte bis auf eins zerstört und es kam eine Meldung mit, dass die Zelte angegriffen werden. Dazu sag ich nur, lol. Der muss erledigt werden. Wieso das denn bitte? Was wollt ihr? Was ist da los? Da soll doch noch jemand bauen, ja. Ja. Erstmal wird Sina hochgestuft. Ja. Brüste. Was wollt ihr? Warum ich gerade Brüste gesagt habe, weiß ich auch nicht. Was wollt ihr? Auf zur Jagd. Kein Weg zu weit. Bei denen sieht man den Ausschnitt nicht, wie bei den Speerwerferinnen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Was wollt ihr? Mir fehlen 20 Steine. Faule Arbeit. Stücke da unten, Alter. Hm. 3000. Ja, ich nehme gerade am Abend auf, damit ihr es wisst. Was wollt ihr? Hört man vielleicht auch, weil ich etwas vielleicht müde klinge oder sowas. Wird auch momentan auch irgendwie mal darauf angesprochen, dass ich Augenringe habe. Weil das sieht man, weil ich hier so einen, nennen wir etwas dunkleren Schatten unter meinen Augen habe. Lauf! Wollen wir spielen? Sieg wahrscheinlich dran wegen den Ferien und dem WoW spielen. Eventuell ein bisschen. Ich kann doch nichts genau sagen. Weiß es nicht. Muss heute auf jeden Fall dazu noch lernen. So ein bisschen Rechenwesen. Weil ich habe morgen hier meine Schulaufgabe. Und da muss ich gut sein, weil wenn ich das verkacke, dann verkacke ich das ganze Schuljahr in dem Fach. Zumindest sagt das so meine Lehrerin da. Wenn ihr da keine gute Note schreibt, dann werdet ihr euer ganzes Leben lang das nicht verstehen, weil darauf bauen dann der ganze Stoff für später auf. Wobei ich das auch noch verstehen kann. Ja. Zu Diensten. Wobei meine Lehrerin auch nie so komisch reden würde. Aber trotzdem. Es muss erlegt werden. Ich war rein aus Prinzip. Der Stego-Schwanzschlag. Und nein, Leute, ihr könnt euch nichts irgendwie so darunter vorstellen. Was wollt ihr? Irgendwie anderes darunter vorstellen mit ihrem Stego-Schwanzschlag. Und ja, ich weiß, das hört sich gerade sehr komisch an. Die armen Saurier, die in den Schlachthof kommen. Oh, 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 oh.
Wo ist Bela? Ach, er ist schon der, der kann gar nicht kämpfen. Was gibt's? Haha, vergesse ich immer. Rock'n'Roll! Nächste Aufgabe. Nächste Aufgabe. Ah, alles klar. Ich liebe diesen Kompass. Oh. Währenddessen gucken wir mal mein Handy und gucken, was Clash of Clans macht. Ja, ich spiele Clash of Clans. Ich könnte mich zum Glück noch nicht angreifen. Auf dem Weg. Ich wette, nachdem ich dieses Video hochgeladen habe, werde ich wahrscheinlich 10.000 Mal in Clash of Clans angegriffen von euch. Einfach weil man Mr. Asker 70 wahrscheinlich sehr schnell finden wird. Bereit zum Kampf. Naja, gut. Geht's los? Ich bin hier auch bloß hier einer der bekanntesten YouTuber ganz Deutschlands. Und zudem der größte WoW-Champion, den es gibt, laut dem Lichtkönig zumindest. Oder zumindest wäre ich gern der größte Champ Deutschlands. Nicht Champ Deutschlands, sondern die ganze Welt, weil ich bin ich und ja ist. Ah, bin ich müde. Zum eigentlich teilweise. Ich schlafe in letzter Zeit etwas wenig. Lag vielleicht daran, da ich mich in den letzten Tagen rasiert habe. Und wenn ich mich rasiere, dann kann das etwas lang dauern. Vor allem, wenn ich mich ungefähr längere Zeit nicht rasiere, als ich mich nicht rasieren sollte, das weiß ich noch, da habe ich mich die Ferien über einfach nicht rasiert. Oder eine Woche zuvor habe ich mich nicht rasiert, ich habe mich 2 Wochen nicht rasiert, ich musste mich ganz ehrlich zweimal rasieren, damit man hier nichts mehr sieht. Und so. Das ist etwas langwidrig, das sage ich euch. Der muss erledigt werden. Bereit zum Kampf. Ich hätte eventuell was auch früher angefangen, aber das Problem ist, ich habe hier noch WoW gespielt, so ein bisschen Raids gemacht und so. Geht's los? Ich kann es sehen. Was wollt ihr? Was hast du vor? Was hast du vor? Hey, worauf wartet ihr? Nächste Aufgabe. Also halt zumindest meine üblichen halt. Hab mir den Zwielichtsdrachen geholt. Der wird wahrscheinlich den Nicht-WoW-Spielern, die hier das sehen, wahrscheinlich nichts sagen, aber naja. Nächste Aufgabe. Ich gehe vor. Muss er auch nicht. Und da sind hier ein paar. Oh, nicht nur ein paar, sondern etwas mehr Barbaren als sonst. Ich wette, die Barbaren stecken mit den Wüstenreitern unter einer Decke. Und los! Oder mit den Wilderern. Sie dürfen nicht entkommen. Geht's los? Oh, da kommen auch noch welche. Denk mal, ich werde den Erzruin dann aufstufen, weil der irgendwie gerade momentan zu wenig Leben hat. Ich kann es sehen. Meine Kraft für euch. Ich kann es sehen. Ich will euch helfen. Ihr bestimmt den Weg. Rock'n'Roll. Hey, worauf wartet ihr? Macht euch bereit. Okay. Rock'n'Roll. Und Cole kommt auf Stufe 5, weil ich habe keinen Titanen, den ich da nutzen kann. Also kommt Cole auf Stufe 5 natürlich. Anders wird es nicht sein und die anderen einfach hier. Auf die anderen Stufen. Was für ein Spaß. Und los. Yippie! Yeah!
meine Kraft für euch. Ein bisschen Fleisch, ein bisschen Fleisch. Oh, da ist ein Dilophosaurus. Da hat 20 Leben noch. Macht der. Der läuft einfach ganz chillig herum. Ich stehe in eurer Schuld. Boah, was ist das für ein Gestank? Das ist ja kaum auszuhalten. Das sind Tierkadaver. Unglaublich viel. Vielleicht eine Art Elefantenfriedhof für Dinosaurier. Nein, diese Tiere wurden vergiftet. Ehrlich gesagt, ich würde gerne wissen, wer so etwas macht. Und ob er noch in der Nähe ist. Ich will euch helfen. Natürlich. So, jetzt habe ich so eine RAM-Einheit. Oh, was ich noch machen kann ist... Ja, halt ihr! Zu Diensten! Ihre Einheiten erleiden Schaden, wenn sie in Kontakt mit dem Giftsee kommen. Hier so eine Dino-Scheuche hinbauen. Bei einem gewissen Umkreis macht die hier so ein bisschen... Hier so Tiereinheiten in der Umgebung verursachen weniger Schaden. Offensichtlich haben wir die Ursache für das Massensterben gefunden. Ich vermute, der Vulkanausbruch hat giftige Substanzen beigesetzt. Wie so große Tiere in Massen dahinraffen? Scheint so. Ich nehme am besten eine Probe. Wir haben eine neue Kampfeinheit freigeschaltet. Mal gucken, ob die rauskommen können. Ab jetzt können sie den Ankylosaurus in der mittleren Saurierfarm produzieren. Auch in einer mit einem Katapult ausgerüsteten Variante. Stufen wir mal einen auf. Das habe ich beim letzten Mal auch gemacht. Wieder noch zwei Ankylosaurier geholt. Sehr gute Belagerungseinheiten zudem. Laufen wir mal einen grünen Punkt. Da kommen wir schon die ersten Tiereinheiten. Mal gucken, ob die hier ein bisschen Debuffing kriegen. Wie die einfach automatisch. Ah ja, die kriegen hier den wirklich einen Debuff. Geil. Das geht mal weg. Glaube ich, nehme mir Außenposten 2 zuerst vor. Oder zumindest in einen äußeren. Die hier. Weil da habe ich nicht mit allzu viel Gegenwehr zu rechnen. Stegosaurus meldet sich. Da ist eine große Fläche, da denke ich mal. Was machst du denn hier? Ich bin Harry. Ich bin mit meinem Zeppelin einer Ansammlung von Barbarians zu nahe gekommen. Da haben mich die Burschen einfach abgeschossen. Und? Können wir dir da helfen? Ich hatte gehofft, dass ihr das fragen würdet. Ich fürchte, die Barbarians werden gleich hier sein, um meine Ware zu stehlen. Haltet sie mir bloß vom Leib, solange ich den Zeppelin flicke. Barbaren? Ist uns ein Vergnügen. Zu Diensten. Die gehen mal in den Stegotransporter. Diese Aufgabe. Okay. Ich gehe vor. Was hatten wir hier eigentlich für eine Axt? So eine rot glühende. Wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich so eine One-Hit-Axt. Da lang. Komm. Gehe ich davon aus, da auch die Spezialeinheiten Killer solche haben. Auf dem Weg. Und die machen damit 500 Schaden, haben dafür aber sehr wenig Lebenspunkte. Ich glaube mal 100. Aber die sind sehr stark.